vielleicht sein, dass das jetzt eine Regeneration womöglich ist, obwohl wir auf der Autobahn fahren. Vielleicht hat er zu viel Ruß, weil er ja Öl verbrennt, kann ja auch sein. Und dadurch, dass diese Partikel, für die er sich zugesetzt hat. Auf jeden Fall halte ich jetzt konstant 2000 Umdrehungen, fahre 100, ist erlaubt mit dem Anhänger. Und ja, dann schauen wir weiter. So, wir fahren jetzt konstant 100 auf Tempomat, haben Öltemperatur 111. Kein Piepen, kommt sporadisch das Piepen. Wir schauen. Weißt du, wenn wir da angekommen sind, dann sage ich ja dem Mechaniker, Ölwanne runter, Lagerschalen kontrollieren und so weiter. Mit der Kamera noch die Kolben inspizieren, also die Wände. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Das Öl analysieren und so weiter. Also, ich wollte der Sache einfach mal auf den Grund gehen. Ne? Du bist auch interessiert, was es ist? Dann mach das Plus weg. Und das Abo. Ihr könnt aber auch eure Meinung reinschreiben in die Kommentare, warum jetzt diese Partikelfilter angegangen ist. Wir haben ja einige Probleme, die habt ihr ja mitbekommen. Und ist es jetzt eine Regeneration oder ist der diese Partikelfilter voll? Ich meine, Leistung hat ja der Wagen noch, sonst würde er jetzt langsamer werden. Ne? Also ich bin auf eure Kommentare gespannt. Was glaubst du? Geht die Lampe aus? Vielleicht 50-50? Weiß ich nicht. Keine Antwort. Nein. Ja oder nein? Schwer zu sagen. Ich bin auch gespannt. Mist, ich habe das Auslesegerät nicht mitgenommen. Jetzt hätte man was auslesen können. Aber wir sind gespannt. Also, ey, wirklich, ich bin auch wirklich. Boah, weißt du, was das für ein Risiko ist, Alter? So loszufahren? Das ist ein großer Risiko. Mann, Alter, das mache ich nur für euch. Um Content zu schaffen. Oder? Spaß am Rande ist schon riskant. Guck mal, ey, habe ich jetzt nicht im Universum gestellt, aber ey, wenn das Ding stehen bleibt, ey, was mache ich denn dann? Dann müsste ich mit einem ML kommen, den Hänger ab und der müsste abgeschleppt werden vom ADAC. Alter Verwalter. Nein, wir haben allzeit gute Fahrt. Richtig. Bitte jetzt alle in die Kommentare schreiben, allzeit gute Fahrt, Alex. Kennst du den Spruch? Mit einer Klappe zwei Fliegen? Nee, zwei Fliegen mit einer Klappe. Heute drei Fliegen mit einer Klappe. Wo gibt's das? Nur bei Auto-Alex. Switch. Wir fahren jetzt schon ungefähr gefühlte 15 Minuten. Außer diese Partikelfilterlampe ist noch nichts angegangen. Was man schon mal ein gutes Indiz. Ich denke mal, das hat was mit der Klimatisierung zu tun, mit der frischen Luft, die ja von vorne den Motor kühlt und das ganze Ölkühlersystem kühlt. Und das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Ölkühler-Upgrade von der Firma Batec einbauen. Ja? Die bezahlen mich übrigens nicht dafür, obwohl ich sie gefragt habe. Also werde ich da mal einen Piepston reinsetzen. Ja, habt ihr selber Schuld. Ihr wolltet ja kein Sponsoring. Merkt schon, der VW, der schwächelt schon. Ne? Weil beim ML, da passiert sowas nicht. Ne? Wenn ich Tempomat anhabe und wir kommen auf so einen kleinen Berg, dass der so schwächelt oder die Geschwindigkeit einfach runtergeht. Ne? Passiert bei dem Dicken nicht. Ne? Der mit seinem 3 Liter Hubraum und den 225 PS zieht wunderbar berghoch. Der bleibt konstant. Konstant. Das ist einfach deutsche Konstruktion vom Feinsten. Aber nicht so wie dieser Konzern hier. Ne? Sage ich nichts dazu. Ihr wisst ja, was meine Meinung ist. Also du meinst, der Mercedes ist Panzer, hm? Mercedes ist ein Panzer, ist auf jeden Fall so. Die haben sich ja auch nicht so wirklich was erlaubt wie der VW-Konzern. Ne? Mhm. VW, ich meine, seit 2008 ist der Konzern abwärts gegangen. Ich weiß nicht, wie die es geschafft haben, da noch so viel aufzukaufen. Wusstest du eigentlich, wenn du einen Porsche Macan fährst und den auf die Hebebühne oben hast, 3 Liter TDI, ist alles VW-Technik? Wenn du die Achsen dir anguckst, ist alles VW-Technik. Und krass. Jetzt kommt der Schärfste, wenn du einen Audi fährst, ne? Audi Q7, Q8, ja? Das gleiche Fahrgestell ist im Lamborghini drin. Mach den Lamborghini auf die Hebebühne, guck dir die Achsen an, alles das ist Audi-Konzern. Da sind sogar Etikette dran. Können wir wetten? Schreib in die Kommentare. Fuffi-Wette. Hm. Ja? Bin ich auch dabei. Und dann kommt ja noch das Schärfste. Mercedes hat sich aber auch was erlaubt. Eben gerade habe ich Mercedes noch gelobt, aber jetzt kommt es noch. Mercedes, ja? Alle 1,5er Mercedes-Motoren sind von Renault.
Voll krass, oder? Wirklich jetzt? Ja, da kaufst du dir so einen schönen Coupé, ja, Mercedes Coupé aus 2018 mit 1,5 Liter. Ja, ist ein Renault-Motor drin. Krass. Oder auch in der A-Klasse, in der B-Klasse auch. Krass, krass. Jetzt frage ich mich, muss man das dem Kunden eigentlich nicht sagen? Der träumt sein ganzes Leben von einem Mercedes. Und sein Vater, zum Beispiel bei uns Landsleuten so, sein Vater hat gesagt, wenn du einen Stern fährst, dann hast du es im Leben geschafft. Hm. Ja, aber voll die Verarsche, unter der Motorhaube ist ein Renault. Krass. Ja, jetzt wird nur noch das in Indien produziert. Nichts gegen die Inder. Aber kennst du eine Werbung, wo er diesen Wagen zusammenklopft? Ja. War mal früher so im Kino gewesen, weißt du? Und ich auch, die können sich das Auto nicht leisten. Irgendwie hat der Mercedes dieses Video gesehen und hat es dann wohl nachgemacht. Lassen wir uns das auch mal so günstig reparieren. Also, ihr habt gesehen, das mit dem günstig reparieren, das habe ich nicht erfunden. Ja? Das machen schon viele große Konzerne. Warum sollen wir nicht genauso arbeiten wie die großen Konzerne? Ne? Hm. Ja, hier hat sich nichts geändert. Diese Partie wird neu gestellt. Auto fährt, zieht. Jetzt fahren wir die Ausfahrt Richtung Frankfurt oder Richtung Warschau. Wie sagte einer meiner Kollegen manchmal, der hat mir dann so aus dem Auto mal eine Meise gezeigt und hat mir geschrieben, Alex, du Punkt, Punkt, Punkt. Und mir noch so einen Mittelfinger gezeigt, weil er dachte, wir fahren bis nach Warschau, ne? Aber ist ja nicht bis nach Warschau. Ja? Wir fahren jetzt nach Jelona Gura. Kennt es, auf Deutsch heißt es Grünberg, ist eine wunderschöne Kurstadt. Wenn du da noch nicht gewesen bist, fahr doch mal einfach am Wochenende hin. Was ich auch empfehlen kann in Polen ist auf jeden Fall Wolin, Minestroje, schön, wunderschön, am Meer, macht richtig Spaß. Und jetzt auf Deutsch übersetzt? Wolin, Minestroje, auf Deutsch sagt man die Badewanne Deutschlands. Ja? Also es ist schon seit über 100 Jahren bekannt, dass man früher auch schon immer nach Polen an die Ostsee gefahren ist. Nicht nur, weil es günstig ist, ja, weil du auch wirklich da gut flanieren kannst. Ja? Du lebst da wie die Made im Speck. Ne? Mit 100 Euro kommst du ganz gut zurecht mit der ganzen Familie essen. Wunderbar. Krass. Musst du hier in Deutschland 200 Euro finden. Also nur mal ein Tipp nebenbei. Ne? Krass. Ja, also wenn du noch nicht in Polen gewesen bist, dann mach das mal auf jeden Fall. Kann man auch billig einkaufen, ne? In Polen. Ja, es hat natürlich auch da die Inflation, ist da auch bemerkt worden. Auch das ist teurer geworden. Aber ich kenne dieses Land jetzt inzwischen 20 Jahre. Und ich habe wirklich das alles miterlebt, wie das Land von ganz günstig sich aufgebaut hat und wirklich jetzt ein wirklich Vorzeigeland ist. Mit einer Infrastruktur, schöner Autobahn. Teilweise ist die Autobahn besser als hier in Deutschland. Wirklich jetzt? Ja, ohne Spaß. Wenn du einen schnellen Sportwagen hast, musst du einmal über die Autobahn in Polen fahren. Was eine geile Autobahn, ich sag's dir. Aber pass auf die auf. Da gibt es nämlich so eine Soko, Autobahn-Soko, und die fahren dir dann hinterher, ne? So mit so Sirenen und so weiter und so fort. Also kann auch schief gehen. Ne? Also mir ist noch nie passiert, weil ich fahre ja immer so, wie es erlaubt ist. Ne? Aber hat schon Spaß gemacht. Ne, Maciek? Wenn du das Video siehst, dann weißt du, was ich meine. Ne? Was kann man noch Schönes in Polen machen, Alex? Ja, also wenn du Junggeselle bist und, sag ich mal, keine Freundin hast, nicht verliebt, nicht verlobt, verheiratet bist, dann kannst du richtig geil Wochenende Party machen in Polen. Disco, ich sagte im Juni, alle Frauen haben so kurze Tops an. So kurz. Okay, erzähl dir eine Geschichte. Ich war mit meinem Kumpel, ich war zu dem Zeitpunkt Single. Ja, wir waren hier zu viert, sind nach Polen gefahren und ich habe gesagt, machen wir ein Wochenende in Polen? Dann ja, nach Polen gefahren, ins Hotel, haben dort übernachtet. Und dann habe ich gesagt, Jungs, kommt mit, ich zeige euch Disco, polnische Disco vom Allerfeinsten. Weil wir Südländer kommen ja hier in Deutschland in die Disco nicht rein. Immer hier, kennst du, ne? Clubkarte. Wer das kennt, schreibt das mal in die Kommentare. Clubkarte oder Gästeliste. Was hat mich das angekotzt in Deutschland? Das ist Rassismus pur. Aber in Polen, ich spreche die Sprache, immer roter Teppich. Bin ich immer reingekommen, war immer richtig genial, ja? Gar kein Problem. Also Profi meinst du? Bei polnischer Sprache bist du Profi? Na, würde ich mal so sagen. Auf jeden Fall haben die mich mit offenen Händen immer begrüßt, ja, in der Diskothek. Aber ich wollte ja von den Frauen erzählen, was man noch in Polen machen kann. Man kann richtig schön Spaß haben, junge Frauen kennenlernen, alles schon genial. Also ich bin ja vergeben, aber ich erzähle dir nur das, was ich erlebt habe. Also diesen Sommer
nach Jinonagura, fahr, nimm dir ein Hotel, geh in die Disco in Jinonagura, vom Allerfeinsten die Bräute. Mhm. Ja? Hast du richtig viel Spaß. Okay. Und wenn nicht, frag mich nochmal in dem Kommentar. Ich antworte dir, ich antworte jeden in dem Kommentar. So, das war zum Thema. Schön. Ja, irgendwann, eigentlich wollte ich mal ein Reisebusunternehmen eröffnen mit Tour nach Polen, immer so 40 Leute einpacken und nach Polen runter in die Disco bringen. Ist auch nicht schlecht. Ja, wollte ich machen. Von jedem wollte ich 150 Euro nehmen, weißt du? Ja. Und weil die Diskothek hätte sich auch gefreut, ich hätte Kunden gebracht, ja? Natürlich, natürlich. Dann hätte ich noch vielleicht mit irgendeinem Bordell vielleicht einen Deal gemacht. Hätte die dann auch dahin gebracht. Ich meine, ey, das ist Sightseeing auf eine andere Art, oder? Ja. Wo ist denn das Problem, ne? Geschäft. Ja, Business, Geschäft. Business. Ja, ja. Reiseführer für Polen. Mal von der anderen Seite gesehen. Weil ich meine, Reeperbahn gibt sowas ja auch, ne? Richtig. Aber irgendwie habe ich das nie umgesetzt, wie viele meiner Ideen. Ja, aber mit Autohandel läuft auch sehr gut bei dir. Du, ich guck mal, es ist Samstag. Ich bin hier unterwegs mit dir, mit meinem Schwager. Guck mal, andere Leute feiern, weißt du, da hinten, glaube ich, sieht man ihn oder sieht man ihn noch nicht? Ja, ganz wenig. Ja. Und hinten Audi, guck mal, bewegt dich, sonst bewegt man sich nicht. Ne? Ich mache ja hier einen Großkompakt. Und mit wenig Aufwand viel bewegen, das ist mein Konzept. Warum drei Autos? Weil die Zeit. Erfolgreiche Menschen haben wenig Zeit. Sie sind geizig mit ihrer Zeit. Merke dir das. Erfolgreiche Menschen sind geizig mit ihrer Zeit. Ich will nicht dreimal fahren. Ich fahre einmal und habe drei Fliegen mit einer Klappe. Richtig. Ja, und deswegen machen wir das so. Ja, schöne Autobahn. Genau. Ja. Ja. Morgen bin ich heiser von vielen Reden. Erzähl mir noch was. Was soll ich noch erzählen? Ja, wie bist du dazu gekommen bei Autohandel und so weiter? Ich zum Autohandel gekommen. Genau. Oh, das ist aber ganz lange zurück. Okay. Wir haben Zeit. Ich war Imbissverkäufer, also Imbisswagen. Ich hatte ein Bistro, so ein kleines, an der Ausländerbehörde in der Friedrichshausenufer und hatte ja schon immer mit Autohandel auch schon davor so ein bisschen was zu tun mit Freunden, aber so richtig verkauft Autos habe ich nicht. Also wir reden jetzt hier vom Jahr 2002. In 2002 habe ich diesen Imbiss gehabt und da kam dann so ein Araber an den Imbiss und sagte, nee, das war anders. Da kam einer und wollte sein Auto verschenken, Opel Astra oder so. Stimmt, hast du erzählt. Ja, ein Opel Astra war das. Genau, den habe ich dann nach Feierabend abgeholt, der war zu verschenken. Und den habe ich dann an einen Araber verkauft, der Autos gerne in den Export nach Irak geschickt hat. Der hat zu mir gesagt, Mensch, wenn du mehr davon hast, dann kannst du gerne mich immer anrufen. Also gesagt, getan. Habe ich das auch gemacht. Ne? Und das hat mir dann gefallen. Und anschließend habe ich gesagt, Mensch, du willst hier in diesem Imbiss nicht vergammeln. Immer nach Pommes riechen. Du musst dir vorstellen, ich bin aus dem Imbiss rausgekommen, egal wo ich kam, nach dreimal baden, ich habe immer noch nach Fett gerochen. Ne? Krass. Ja, das ist in deine Buch reingezogen, in die Gesichtsbogen, alles überall. So krass? So krass, ja, ehrlich. Also ging die Zeit so voran. Wir sind jetzt in 2004 schon inzwischen. Ich bin jetzt so langsam jemand, der immer nachts die Zeitung kauft und Autos aus der Zeitung liest. Ja? Aber immer um 23 Uhr, einen Tag bevor die Zeitung rauskommt. Ja? Okay. Einen Tag bevor die Zeitung, damit wir die Ersten sind. Verstehst du? Also wir treffen uns am Kuda. Da gibt es nämlich einen, der verkauft die Zeitung undercover. Okay. Ja? Und wir stehen da ungefähr 25 Händler. Nur wir wissen in Berlin, dass wir die Zeitung bekommen. Krass. Also stehen wir in der Reihe und der sagt, nein, nein. Aber der Typ war raffiniert. Für 1000 Mark oder 1000 Euro oder 500 Euro hat er auf dem Weg von der Zentrale irgend so ein Araber noch diese, ich muss Araber sagen, weil es war ein Araber. Egal, die sind ja immer schlau. Da, wo es Geld gibt, da sind auch immer die Araber. Also, auf jeden Fall auf dem Weg von der Zentrale, von der Druckerei zum Kudamm, hat er einen Zwischenstopp gemacht und die Zeitung den für einen Tausender verkauft. Konnte ich mir früher nicht leisten. Aber welchen Vorteil hatte ich? Ich hatte eine gute deutsche Stimme. Also habe ich natürlich ein bisschen später angerufen. Aber weißt du, was die Kunden zu mir gesagt haben? Endlich ruft man einen Deutscher an. Und ich so, ja, finde ich auch. Können wir uns heute noch treffen? Ja, und wo ich dann da ankam, manchmal haben sie mir die Tür nicht aufgemacht. Und manchmal waren sie auch ganz lieb. Einer sagte zum Beispiel bei meiner Frau, bist du aber als Deutscher durchgegangen? Auf jeden Fall, das war immer ein Wettrennen. Weil du musst dir vorstellen, 25 Autohändler haben die Zeitung und ich glaube, haben wir mehr bezahlt? Ich weiß es gar nicht, ob wir zu der Zeitpunkt mehr bezahlt haben für die Zeitung am Stand. Nee, haben wir nicht.
Ne? Auf jeden Fall gab es die da um 23 Uhr und ja, das war schon mal ein großer, großer Vorteil gegenüber den anderen. Jetzt fragst du dich, vor 10, 15 Jahren, wenn du samstags die Zeitung bekommen hast am Kiosk und angerufen hast, warum die Autos alle schon weg waren, das war der Grund. Also du musst schnell sein, ne? Man musste früher schnell sein, heute ist es alles ganz anders. Heute ist es das Internet, ja. Und das Internet ist halt so ganz anders, da arbeitest du halt mit Programmen. Und habt ihr auch schon bemerkt, wenn ihr Programme laufen lässt, dass... Aber wir kommen zurück zum Autohandel bei dir, wie du angefangen hast, also so erfolgreich zu werden. Ja. Also, wie ich angefangen habe und immer besser geworden bin, war der Punkt, als ich gemerkt habe, dass der Araber öfters Autos für mich kauft, habe ich tatsächlich dann auch über die Zeitung, war ich auch immer ziemlich gut und hatte Termine für den nächsten Tag gemacht. Und die habe ich dann auch immer bekommen, habe den Kunden gesagt, bitte machen Sie das Telefon aus und machen Sie es erst eine Stunde, bevor ich komme, an. Das hat der Kunde dann auch gemacht und er hat mir auch hoch und heilig versprochen und ich sage mal, eine Trefferquote von 99% hatte ich schon. Sehr gut. Das war schon super. Also morgens losgefahren, Auto gekauft und da tatsächlich den nächsten Termin anvisiert. Ich habe immer so 4 bis 5 Termine für den nächsten Tag mir gelegt. Und als ich da so im Auto saß, klopfte es an eine Scheibe. Ja? Ich so, hey, was los? Ja, also ein Pole, Daniel. Okay. Ja? Daniel klopfte an eine Scheibe. Ich kannte ihn zu dem Zeitpunkt noch nicht. Der Mann kam aus Polen, ungefähr so zu dem Zeitpunkt 50 Jahre alt. Wir reden ja 15 Jahre zurück, heute ist er 65 und handelt nicht mehr mit Autos, sondern mit Dackel. Ist auch ein gutes Geschäft übrigens, Dackel aus Polen, aber ich bin tierlieb, das geht leider nicht. Aber kommen wir zu Daniel zurück, er klopft an die Scheibe. Ich sage, ja, was los? Du Auto verkaufen? Ich so, nein, Auto ist schon verkauft, ich habe gekauft und bringe das jetzt woanders hin. Aber es schneit in Strömen, es ist arschkalt und der nächste U-Bahnhof ist ungefähr 2 Kilometer weg. Sag du, komm, steig ein. Bin ein guter Mensch, hab ihn einsteigen lassen, er steigt im Auto. Ich sage, heute nicht verkaufen, aber nächstes Mal kannst du mich anrufen. Kannst du etwas Licht anmachen, dass man ein bisschen heller sieht? Genau. So, und auf jeden Fall ist Daniel eingestiegen, ich habe die Nummer ausgetauscht und hört genau zu, ich konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht Polnisch. Ne? Und Daniel habe ich dann öfters mal ein Auto verkauft und eines Sommertags, das war Frühling, so wie jetzt auch gerade zu dem Zeitpunkt, sagt Daniel zu mir, lass uns doch mal nach Polen fahren. Und da habe ich gesagt, wie Polen, was sollen wir denn da machen? Ich kenne da jemanden, der kauft da über die Autos auf. Und das war zu der Zeit, da kam Polen gerade in die Union, die Grenzen waren offen. So habe ich Autos in der zweiten Hand gekauft, ja, und direkt an meinem Anhänger nach Polen gebracht. Ja, viele haben die Autos auch inseriert und die Polen sind nach Deutschland gekommen. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich Berlin den Rücken gekehrt und wollte vielen Leuten nichts zu tun haben. Deswegen habe ich mich auf der Autobahn wohlgefühlt. Also bin ich mit Daniel wirklich nach Polen gefahren und wir hatten Spaß. Wie ich dir schon gesagt habe, wir haben Partys gemacht, Disco. Ich habe Auto da verkauft und von dem Erlös auch viel ausgegeben in den Partys. Ja, das war das und so weiter. Aber da habe ich auch daraus gelernt. Ich hätte mal das Geld lieber zur Seite legen sollen. Deswegen hat mein Erfolg auch so lange auf sich warten lassen. Ne? Also für dich heißt, lieber sparen. Da gab es ja kein Internet, YouTube, TikTok. Du musst das machen, du musst dies machen. Ich habe die Fehler alle selber gemacht, alle selber durchgezogen. Und ich weiß ganz genau, woran und wieso und was passiert ist. Ja? Was du lieber nicht machen solltest. Aber hätte ich die Fehler nicht gemacht, ja, mein Gott, weißt du, dann, es gibt auch Menschen, sage ich dir ganz ehrlich, die verlieren mit 50 Haus und Hof. Und weißt du warum, Mario? Warum? Weil sie die Fehler vorher nicht gemacht haben. Mhm. Sie gehen fremd, das ist der erste Grund. Und die Frau verlässt sie. Ja. Sie wollen sich entschuldigen und die Frau sagt, nein, mein Freund, du hast deine Chance versäumt. Aber wenn du deine Hörner schon früher abgestoßen hast, wenn du jung bist, und dann in die Ehe gehst, dann hast du alles gesehen. Warum sollst du dann noch fremd gehen? Dann hast du auch Erfahrung gesammelt. Hast du Erfahrung gesammelt, willst du das gar nicht. Dann schätzt du deine Frau und sie schätzt dich, dass du der richtige Mann bist an ihrer Seite. Mhm. Guck mal, ich habe alles gehabt, die Bitches kenne ich schon alle. Die kommen und gehen. Aber was bleibt, ist die Frau, die wirklich auch bei dir im Citroën AX saß. Mhm. Wenn du kein Geld hattest. Nicht die bei dir in dem CL einsteigt oder in dem C63 oder in den S63 oder in den Q8.
Da kommen die Frauen schnell und knutschen dich sofort ab. Aber wäre sie auch in einem CRB eingestiegen oder VW Lupo, ist jetzt die Frage, ja? Ich glaube nicht. Glaubst du nicht, ja. Und das ist die Sache. Willst du eine Frau prüfen, sage ich dir eins, pack mal Ajax und ein paar Handschuhe hin. Ist vielleicht wie ein bisschen sexistisch. Entschuldigung, Frauen darf man ja jetzt nicht so. Aber willst du die wirklich prüfen? Ich habe früher so gemacht. Ich sage, was ich gemacht habe. Ich habe Ajax-Flasche auf dem Tisch gehabt, Wohnung war nicht sauber, Handschuh und einen Lappen, ja, und dann habe ich einfach gecheckt. Jetzt kommt auch gleich noch eine richtig geile Story, die erzähle ich euch, die ist der Hammer, wenn wir über Frauen reden. Auf jeden Fall, die Frau musste erstmal die Wohnung putzen. Ja, wenn sie die Wohnung nicht geputzt hat, dann war sie bei mir unten durch. Was sagst du dazu? Schreib es in die Kommentare. Das ist ja 15, 20 Jahre her, ne? Aber wie habe ich die Frauen noch gecheckt? Ich habe die Frauen folgendermaßen gecheckt. Den Test kannst du auch machen, mein Lieber. Und zwar habe ich ein Portemonnaie genommen und 10 Hunderter in mein Portemonnaie gepackt. Ich hatte eine Wohnung in Polen, ja, und habe mein Portemonnaie, bevor ich baden gegangen bin, Frau kam zu Besuch, ich habe sie reingelassen, habe den Portemonnaie 10 mal 100 Euro reingepackt und auf den Tisch hingelegt, ja. So, dann habe ich gesagt, Schatzi, ich gehe baden, ja. Die Frau habe ich in der Disco kennengelernt, halt so eine Bitch, ne? So habe ich sie getestet gelernt. Die hat auch manchmal geputzt, habt ihr ja vorher gesagt, wie ich die Frauen prüfe, wunderbar, alles klar. Ich aus der Badewanne wieder rausgekommen, die Wohnung war noch sauberer als vorher, aber mein Portemonnaie lag nicht mehr auf dem Tisch. Aha. Aha. Sehr interessant. Ja. Wo ist mein Portemonnaie hin? Weg. Ich sage so, Schatz, hast du mein Portemonnaie gesehen? Nein. Sie macht so ganz auf cool. Ja. Habe ich nichts gesehen, müde. Ich sage, okay, ich lasse ein bisschen warten, ich suche ein bisschen, ich gucke so ein bisschen. Sie spielt die Rolle perfekt, ja? Aha. Sie erzählt, Portemonnaie? Nein, nie da gewesen. Ich sage, okay, gleich, Schatzi, Magda, sage ich, wie ist sie, glaube ich. Magda, hol das Portemonnaie raus. Nein, hab doch nicht. Magda, ich habe extra speziell das gemacht, um dich zu testen. Habe ich das Portemonnaie mit der Kohle auf den Tisch gelegt, zu sehen, ob du das einsteckst oder nicht. Sie guckt mich schockiert an. Sie wird langsam blass. Du musst dir vorstellen, ihr Blut geht runter. Sie weiß nicht, ich habe sie auf frischer Tat ertappt. Ja. Ja? Verstehst du? Sie sagt so, naja, ich weiß nicht, vielleicht, wir gucken noch mal, wir suchen noch mal. Also fangen wir an zu suchen, ja. Und sie sagt, ach, guck mal, ist aus Versehen in meine Tasche gefallen. Aha, okay. Ich muss aus Versehen in meine Tasche gepackt haben. Okay. Ja? Also, ich sage so, ein aus Versehen, ne? Aha. Okay, alles klar. Und er sagt, Magda, das war nicht aus Versehen. Da sagt sie später zu mir, weißt du, mein Vater ist krank, ich weiß nicht, ich muss Arztrechnungen zahlen. Und da bin ich dann auf diese Idee gekommen. Das tut mir wirklich sehr leid. Und ich werde das auch nie wieder machen. Aber mit der Frau habe ich dann keine Beziehung mehr gehabt. Habe ich dann im Wind geschossen. Das ist so eine Sache. Ähnliche Situation hatte ich auch mit einer anderen Frau gehabt. 300 Euro aus meiner Jeans verschwunden. Aus meinem Portemonnaie. Einfach weg. Aus meiner Jeans. Aus meinen Jeans waren die 300 Euro weg. Das Geld sind futsch. Nee, ich sage, wo ist die Kohle? Ich weiß 100% das Geld war da. Weißt du, wo das Geld war? Unter meinem Läufer. Wirklich? Teppichläufer. Weißt du, was ein Teppich ja, ist? Ja, ja, ja. Unter Teppich. Meinem Läufer. Krass. Sie sagt, Geld ist da runtergerutscht. Aha, und haben die geflogen oder wie? Aus meiner Jeans unter dem Teppich. Guck mal, Alex. Hab Geld gefunden unter dem Teppich. Aha. Also die haben Flüge, ne? Die Geld. Wie die Bitches raffiniert sind, glauben also mir. Wirklich sehr weißt krass. Du, was ich grundsätzlich immer mache? Ich lasse immer Geld in meiner Hose, um zu gucken, ob sie nimmt oder nicht. Probier aus, zähl vorher Geld. Zähl ganz genau. Film heutzutage noch, wie du gezählt hast. Wenn sie ganz raffiniert und abstreitet, zeig ihr das Video, wie du Geld in deine Hose gepackt hast. Mal gucken, wie sie dann blass wird. Ja? Also. Also da gab es keine Pranks, ich habe die, leider da gab es auch keine Kamera, aber wenn ich heute wäre, dann hätte ich die Kamera laufen lassen, irgendwo versteckt und das wäre dann auch wirklich passiert. So, jetzt brauche ich erstmal was zu trinken. Danke. Jo, Freunde, was wollte ich denn jetzt eigentlich erzählen? Ach so, okay, jetzt fällt es mir wieder ein. Als Getriebe, ich fahre jetzt ungefähr schon 200 Euro. 200 Kilometer? Wisst ihr Leute, ich fahre jetzt schon inzwischen 200 Kilometer konstant mit einem Anhänger hinten dran. Und ich sage euch was, im Tiptronic, das Ding schaltet super. Ihr
Getriebe schaltet super, Öltemperatur ist konstant zwischen 100 und 105. Also wenn ich mal schneller fahre als 110, dann geht auch mal auf 112. Aber ansonsten kann man mit dieser Temperatur arbeiten. Öllampe kam die ganze Zeit nicht mehr. Ne? Woran das liegt, weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal, ich vermute, die Wahrscheinlichkeit ist die Luftzirkulation. Luftzirkulation, die den Ölkühler kühlt. Ja, wir sind gespannt. Das wollte ich einfach mal sagen. Wie oft bin ich diese Strecke schon lang gefahren? Mit wie viel Schrottkisten, liebe Freunde, bin ich hier Richtung Polen gefahren? Im schlimmsten Falle einmal sogar ohne Windschutzscheibe im Hochsommer. Aber Leute, ich habe Autos aus der zweiten Hand abgeholt und direkt immer nach Polen gebracht. Diese Strecke gefahren und heute kann ich sagen, ich fahre mit diesem wunderschönen T5. Das ist für mich Luxus. Ja? Und der läuft sehr gut, das hört sich gar nicht. Gut, ja? Gar nichts. Wunderbar. Und das Getriebe schaltet einwandfrei. Und es macht einfach wunderbar. Es macht wirklich, es ist ein ganz schöner Moment, weil ich fahre auch nicht so oft mehr nach Polen. Aber irgendwie kam mir im Büro der Gedanke, Alter, du sprichst Polnisch. Du kennst Gott und die Welt in Polen. Meinte, ruf die doch an, arbeite doch so, wie du früher gearbeitet hast. Da habe ich auch Autos in Polen reparieren lassen. Und ist es verwerflich? Nein. Inflation Deutschland, Katastrophe. Strom, Gas, Katastrophe. Wie sie hier heizen, muss ich dir nicht erzählen. Die haben eine alte Heizung und die müssen nicht unbedingt hier alles sanieren und auf die Umwelt achten. Dementsprechend habe ich hier auch ganz andere Preise. Und deswegen nach Polen. Back to the roots, mein Freund. So. Und genau. Genau. Noch ein bisschen, dann sind wir da. Willst du noch was dazu sagen? Nee, lass uns, ich glaube, wir kommen heil an und das ist schon mal richtig. Richtig. So Leute, alle, die bis jetzt noch zugeschaut haben, erstmal vielen Dank dafür. Wir sind jetzt schon in Polen und seitdem wir die Grenze überschritten haben, ich glaube, der Multivan, der liebt das Land nicht, weil hier fängt er an zu meckern. Einmal reingeleuchtet, eine rote Lampe kommt gerade in Minutenabstände. Ja. Öltemperatur ist 108 konstant. Diese Partikelfilter leuchtet, Getriebe und Motor schaltet einwandfrei, Wassertemperatur ist einwandfrei, also ich höre auch kein Klackern, gar nichts, Motor läuft so wie es sein muss. Warum diese Lampe kommt, tja, lies mir gerne deinen Kommentar dazu durch. Jetzt werde ich schon langsam selber nervös, wenn die Lampe so hintereinander wegkommt. Ich dachte eben gerade so, lass uns mal nach Öl schauen. Und dann dachte ich, Öltemperatur, weil Lampe mit Öltemperatur in Verbindung hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. Aber die Öltemperatur ist ja 107 Grad und er verbraucht angeblich auf 1000 Kilometer einen halben Liter Öl. Wie das zusammenhält, ich meine, das Gemeine an dem T5 ist ja, wenn der Wagen die Dieselregeneration nicht durchführt richtig, ne, dann hat er ja mehr Kraftstoff im Motor und der geht dann in den Öltrakt rein, weil er nicht verbrannt worden ist. Das passiert dann, wenn der Fahrer mit dem Auto schnell vorzeitig die Regeneration abbricht, indem er zum Beispiel vom Kindergarten nach Hause kommt. Ja? Und das merkst du immer dann, wenn der Wagen mehr verbraucht. Ja? Also in diesem Moment verbraucht der Wagen hier mit 12,4 Liter auf dem Anhänger. Ja? 12,4 Liter, das ist mit Anhänger jetzt normal. Wir müssten jetzt Folgendes machen. Wir müssen mal die Dings auf Null setzen, den Verbrauch. Aber ich will das jetzt nicht auf Null setzen. Normalerweise merkst du es immer, auf einmal 3-4 Liter ist es mehr und das ist eine Regeneration da. Aber hier sind die ganze Zeit 12,4 Liter. Also. Aber ich werde schon langsam nervös. Was hast du los? Hast du was im Hals, Mann? Du brauchst wieder eine Kippe, wa? Nein. Rauchen an dieser Stelle ist ungesund, liebe Freunde. Aber wir sind ja gleich da, dann könnt ihr beide rauchen. Ganz normal, wenn man hustet, oder? Ja. Und Pause.